draußen. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir haben schon den dritten Tag des Glossy Sales. Und ja, gestern die Box, die war ja nicht so toll für mich, weil ich ja alles schon habe, aber für euch. Genau. Und ja, wir machen jetzt weiter mit Box Nummer 3 und wir schauen, was da so drin ist. Guckt mal. Das ist cool. Das ist cool, das ist richtig cool. Das ist nämlich eine Manbox. Das ist eine Manbox. Die habe ich bis jetzt noch nie gehabt. Und das ist eine skandinavische Manbox. Ja, das finde ich immer mega, ne? Da wollen wir mal gucken, was die Manbox so beinhaltet. Ja. Oh. Leute, es duftet schon sehr kräuterig hier raus. Ich bin gespannt. Oh, hallo. Das ist aber gefüllt, ne? Hallo, hallo, hallo. Also, es steht wirklich wieder alles hier auf Skandinavisch drin. Das sind Smørrebrød. Die Sommerroutine. Steht da irgendwas bei, von wann die war? Nö, einfach nur Sommerroutine. Okay, 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 okay. Naja. Wir schauen mal, was wir so da drin haben. Gut, wir fangen jetzt einfach mal an und das ja, gebe ich euch an euch weiter. Beziehungsweise, was gebe ich an jemand Bestimmtes weiter? Genau, das ist das After Sun Gel. Ja, ja, ja. Und nein. Doch, aber das ist ja auch nicht zu, oder? Ich muss mal eben gucken, ob das zu ist. Ah, das ist zu. Sehr gut. Ja, das gebe ich dann weiter an jemanden. Und ja, ich habe das jetzt schon dritte Mal gehabt. Oh. Und da ja wir im Moment, ne, Herbst haben, beziehungsweise der Winter kommt, klar, kannst du auch dir einen Sonnenbrand einfangen, gerade wenn du irgendwie Skifahren gehst, oben auf die Berge, ne? Aber das werde ich hier behalten erstmal. Dann haben wir hier drin von Filorga ein Scrub und Detox. Mhm. Exfoliant Mousse Purit Intense. Also das ist ein Peeling. Ich weiß noch nicht, ob es fürs Gesicht ist. Ah, das müsste schwarz sein, ne? Ja. Das ist auf, das ist doof. Okay. Oh ja, das ist ein Peeling. Oh, das riecht richtig gut. Oh, das riecht richtig gut. Ja, das werde ich auf jeden Fall behalten, weil wenn es der Experte nicht nimmt, nehme ich es, ne? Mag ganz ja genauso gebrauchen. Finde ich cool. Echt super. Also kommt in meine Abteilung. Dann haben wir hier ein Deo. Ja, das ist auch klasse, ne? Ein Antitranspirant von Adidas. Ein Deo-Roller. Mal gucken, wie der riecht. Oh, der riecht gut. Oh, der riecht echt spitze. Gefällt mir. Werde ich ihm hinstellen. Mal gucken, ob er es nimmt. Er nimmt lieber gerne Deo Spray, aber er kann ja auch mal Deo Roller nehmen, obwohl der eine Deo Roller nicht so gewirkt hat. Aber den werde ich ihn auf jeden Fall hinstellen, also behalten. Dann haben wir von No Bay. Ja, habe ich schon mal gehabt, die schützende Haarmaske. Die war jetzt, glaube ich, vom Geruch. Was noch? Ja, sehr zitrisch. Nicht so. Aber. Von der Pflege her war die, glaube ich, ganz gut. Freue mich drauf. Die behalte ich auch. Dann haben wir hier eine Parfümprobe drin. Zadig und Voltaire. This is us. Oder Toilette. Mal gucken, wie das Eau de Toilette riecht. Oh mein Gott. Das ist ja mega. Wo kriegt man das denn her? Ja, Vanille, oh, steht da drauf. Kaschmir, oh, Sandelholz, hallo. Oh, das ist aber gut. Oh, oh, oh. Oh, 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 das ist gut. Oh, ist das gut. Oh, ja. Da muss ich mal gucken, wo ich das herbekomme. Ob man das wohl bei Amazon bekommt? Boah, ich weiß nicht. Boah, ist das mega. Das riecht mega gut. Mega gut. Bin mal gespannt, wie er das findet. Ne, was ich gut finde, muss er noch lange nicht gut finden. Und dann haben wir hier... Ach, bin ich schon wieder in die Nase. Okay, wir haben hier zwei Cremes.
Creams, glaube ich, drin. Nein, wir haben einmal ein Cleanser, Facial Cleanser, genau, ein Gesichtsreinigungsgel. Ich muss mal gucken, ob das auf ist. Ja, das ist auf. Okay, For Men, klar. Aber wenn For Men nicht benutzt, dann macht For Woman. Das riecht sehr kräuterig. Okay. Ja, aber Gesichtsreinigungsgel, also ich denke, Gesichtsreinigungsgel wird er auf jeden Fall gebraucht. Wenn er duschen geht, kann er das mal nehmen. Und dann haben wir hier noch eine fettfreie Feuchtigkeitscreme. Ich glaube, da wird er sich freuen, weil fettfrei ist ganz gut. Das ist immer so eklig auf der Haut. So, mal gucken. Also das ist jetzt auch ein norwegischer, ne? Also, skandinavisch. Ja, riecht fast nach gar nichts und ist wirklich fettfrei. Oh, die werde ich ihm mal hinstellen. Die soll er mal ausprobieren. Mal gucken, ob wer sie findet. Ja, meine Lieben, das war die Manbox. Und ich muss sagen, hier ist alles bei mir geblieben. Hey, die zieht wunderbar ein. Also da wird er nicht meckern können. Ich denke, die wird er gut finden, die Creme. Weil er meckert über, oh nee, das ist so fett. Und da mag er dann halt nicht. Und aber ich glaube, die wird er richtig toll finden. Ich stelle es ihm auf jeden Fall hin und sage auch, brauch das jetzt. Ne? Männer und Gesichtspflege ist immer so eine Sache. Ne? Die haben ja natürlich auch eine ganz andere Haut wie wir, so eher so eine Lederhaut. Und ja, aber das ist sofort eingezogen, du hast jetzt gar nichts. Und tausendmal sage ich ihm, creme dein Gesicht ein, du brauchst die Pflege, du brauchst das, die Feuchtigkeit. Nö. Ja, meine Lieben, das war die... Von Manbox, die war doch super, oder? Also Tag 1 war gut, Tag 2 war und Tag 3 war wieder Bombe. Ja, ich freue mich total mal eine Manbox auch dabei zu haben, warum nicht? Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder, nämlich schon zur vierten Box und mal gespannt, ich bin gespannt, was da so drin ist. Also meine Lieben, macht es gut, ne? Bis morgen! Tschüss!